Akt 1. Und nun zu den Nachrichten aus aller Welt. Derzeit tagt der GDI-Energiegipfel an Bord der Raumstation Philadelphia. Hören Sie nun Cassandra Blair mit einem Bericht über die Ziele des diesjährigen Gipfels. Wenn die Spitzenfunktionäre morgen zusammentreffen, hofft man, die Finanzpolitik reformieren zu können. Wie uns Direktor Kinsberg sagte, ist eines der Hauptthemen des diesjährigen Gipfels die Verlagerung der Ressourcen von der Verteidigung in die Ökologie. Denn der Beseitigung des Tiberiums wird inzwischen mehr Bedeutung beigemessen als der Bekämpfung. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber wir haben Neuigkeiten von der Philadelphia. Offenbar hat es dort vor wenigen Augenblicken einen Unfall gegeben. Es scheint zu einer Katastrophe gekommen zu sein. Wir werden alles tun, um genaueres zu erfahren, aber im Moment wissen wir nicht, was diese Tragödie verursacht haben könnte. Wir schalten wieder zu Cassandra Blair vor dem Administrationsgebäude Nordost. Cassandra? William, ich hoffe, Sie hören mich, aber es ist unglaublich. Überall Rauch, man sieht kaum 10 Meter weit. Und überall Trümmer. Soweit man sieht... Ah! Hilfe! Weg hier! Unfassbar. Die Zerstörung der Philadelphia war kein Unfall. Sie war der längst überfällige Todesstoß für eine bösartige Ideologie. Sie war das Ende der Angst und die Geburt der Hoffnung. Frohlocket, Kinder von Nord, das Blut eurer Unterdrücker wird fließen und 50 Jahre der Tyrannei werden nun enden. Die Umgestaltung kommt. Ein neuer Tag bricht an. Die Zukunft gehört uns. Unfassbar. Augenblick. Soeben erreichen uns Bilder von unseren nordwestlichen Kollegen. Und es gibt bisher nicht die geringsten Anzeichen für einen Gegenschlag der GDI. Es ist das reinste Massaker. GDI-Oberkommando Washington DC, blaue Zone B2. Commander, alles versinkt nun im Chaos. Nord hat mit Präventivangriffen in allen blauen Zonen begonnen. Die meisten Truppenteile sind umstellt. Unser EZ-Verteidigungssystem ist offline und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer bei GDI das Sagen hat. Aber verzichten wir mal auf das Protokoll. Die ganze Nordostküste wurde überrannt und hier in DC scheint es am schlimmsten auszusehen. General, die Evakuierung beginnt. Gehen Sie schon vor, Sandra. Sir, Sie können hier nicht bleiben. Sandra, das ist ein Befehl. Sir. Kersey James informiert Sie jetzt über alles Weitere. Es liegt an Ihnen, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Geheimdienstbüro der Zonensicherung, Washington DC, blaue Zone B2. Nun gut, Commander, so ist die Lage. Nordtruppen gehen entschlossen vor und nähern sich dem Pentagon. Wie Sie wissen, ist es das bedeutendste Gebäude in der Region. Es ist unser Kommando- und Kontrollzentrum. Der Verlust des Pentagons wäre der Anfang vom Ende. Das darf also nicht passieren. Pentagon. Die Philadelphia wurde zerstört, Reykjavik überrannt und jetzt greifen Nordtruppen das letzte GDI-Kontrollzentrum im Pentagon an. Wenn wir das Pentagon verlieren, versinkt die GDI im Chaos und der Krieg ist verloren. Die Verteidigung des Pentagons hat für Sie oberste Priorität. Stellen Sie die Energieversorgung der Defensivsysteme des Gebäudes wieder her, um den Angriff abzuwehren. Schleusen Sie anschließend einen Ingenieur in das Pentagon ein, um die Kontrollsysteme zu reaktivieren. Gehen Sie dann zum Gegenangriff über und treiben Sie Nord zurück. Und ich würde sagen, Spiel starten. Captain Hunter! Nein! Empfange Nachricht. Die Defensivsysteme des Pentagons sind offline. Besetzen Sie mit Ingenieuren die Kraftwerke, um für Strom zu sorgen. Verstanden, sind schon unterwegs. Jungs, vorrücken. Vor. Bodenunterstützung. Ihr schaltet mal die Jungs da aus, bevor die... Moment. Was haben wir denn da? Die Global Defense Initiative. Und das muss ich jetzt vorlesen, denn das gehört wieder zur Story. In ihrer Anfangszeit war die Global Defense Initiative ein geheimes Militärbündnis moderner Industrienationen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Die Ziele der GDI waren die Eindämmung des Tiberiumwachstums und die Bekämpfung der Bruderschaft von Nord. Während die Macht
und die Souveränität der GDI in den folgenden Jahren stetig wuchsen, begannen die nationalen Identitäten ihrer Mitgliedsländer zu verblassen. Im Jahr 2047 hat diese Entwicklung ihren Höhepunkt erreicht. Obwohl es noch immer einige unabhängige Mitgliedsländer gibt, hat sich die GDI faktisch zu einem politisch wie militärisch vereinten Superstaat entwickelt. Die GDI kontrolliert alle von der Tiberium-Kontamination nicht betroffenen Gebiete der Erde. Gleichzeitig breitet sich die kristalline außerirdische Substanz in allen anderen Zonen weiter aus. Aufgrund der fortschreitenden Zerstörung der Umwelt sind bereits 30% der Erdoberfläche unbewohnbar. Weitere 50% sind als zunehmend lebensfeindlich klassifiziert. Die von der GDI kontrollierten Gebiete werden als blaue Zonen bezeichnet, da sie, im Gegensatz zu den von Wirtschaftskrisen und Kriegen gezeichneten gelben und den unbewohnbaren roten Zonen, weitgehend tiberiumfrei und vom Krieg unberührt sind. Der Konflikt zwischen der GDI und Nord mündete bereits in zwei Weltkriege. Nur wenige Jahre nach dem Ende des blutigen ersten Tiberiumkrieges versank die Welt erneut in einem globalen Feuersturm. Wir halten die Stellung. Wunderbar, vorwärts. Geht da rein und macht die Jungs kalt. Einheit bereit. So, wir gucken uns das Ganze natürlich aus der Nähe an. Und da haben wir sie schon. Weg damit, weg damit, weg damit. Bevor sie die Kraftwerke endgültig zerstören. Wo sind die Ingenieure? Commander? Renner. Draufhalten, Männer! Ja, genau, immer schön draufhalten. Hier, linke Seite. Linke Seite. Mach sie fertig. Durchbrechen. Mister, wird's Pentagon angegriffen. Wunderbar. Jungs, ihr teilt euch auf, ihr geht da draußen Einheit auf die bereit. Und ihr auf die da drin. Ingenieure sofort hier reparieren. Melde mich zum Dienst. Ich kümmere mich um alles. Ingenieur einsatzbereit. Jawohl. Komm schon. Schaltet die Raketen so hoch aus. Angriff. Einsatzziel erreicht. Jawohl, und jetzt auf die Raketentrupps. Bodenunterstützung. Bewegung. Diese Energie verschafft dem Pentagon etwas Zeit. Einheit bereit. Haltet die Waffen bereit. Ja, Sir. Empfange Nachricht. Zielgebiet sichern. Schleusen Sie einen Ingenieur in das Pentagon ein, um die Kontrollsysteme zu reaktivieren. Verstanden. Sind schon dabei. Du? Ich hab, was ich brauche. Reparier das Teil. Wir können hier übrigens den Leuten bei der Arbeit zusehen. Und einen schönen Park haben sie. So, okay. Einheit bereit. Ach du Scheiße, die können doch niemals alleine hier diese Stellung halten. Initialisieren Sie Waffen bereit. Gute Arbeit, Commander. Das Radar ist wieder online. Im letzten Augenblick, denn wir sehen noch eine Truppenbewegung von Westen her. Ich schicke die Koordinaten. Oh, verdammt. Nord hat die Kraftwerke zerstört. Die Verteidigungssysteme sind offline. Verteidigen Sie das Pentagon mit allen Mitteln. Na super. Sie haben die Kraftwerke zerstört! Empfange Nachricht. Besetzen Sie alle vier Wachtürme mit Infanterietrupps und schlagen Sie die Infanterie von Nord zurück. Ihr seid ja wirklich Helden. Das muss man euch schon mal so lassen. Okay. Verstärkung bereit. Infanterietrupp. Los, hoch da, Jungs, hoch da. Initialisieren. Hier geht Feuerschutz. Commander, Infanterieeinheiten, die Schützen und Raketentrupps können ein Gebiet besser verteidigen, wenn sie sich in einem Gebäude befinden. Geben Sie Ihren Truppen einen Bewegungsbefehl, um sich in einem leeren Gebäude zu verschanzen. Feind in Reichweite. Komm schon, die Raketensoldaten da vorne weg. Zielgebiet sicher. Und jetzt hoch da. Bodenunterstützung. Einheit bereit. Melden uns zum Dienst. Moment. Verschanzen. Befestigung von Gebäuden. Häuserkampf, bla bla bla. Könnt ihr mal ganz kurz durchlesen, wenn ihr wollt. Einfach das Video pausieren und weiter geht's. Bleibt nicht zusammen! So, alle Mann in die Gebäude. Los, 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 los. Und jetzt Stellung halten. Kommt schon, geht da runter rein. Scheiße. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir da oben einen Trupp noch mit reinschicken. Also hier so. Mist. Macht mal die Raketensoldaten da weg. Wir können die Gebäude hier nicht lange halten, wenn die beschossen werden. Einheit befördert. Das ist immer gut. So, da oben ist Ruhe. Hier kommt die nächste Angriffswelle. Oh, 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 oh. Hier Raketentrupps. Weg mit denen. Wir dürfen nicht ans Pentagon hinkommen, Jungs. Kommt schon, schaltet sie aus. Nehmt sie mal ein bisschen ins Kreuzfeuer. Und ich finde es schade, dass hier die automatischen Tore nicht repariert Hallo, werden können. Sorry, wir sind sehr spät. Was? Oh. Auf der anderen Seite des Flusses gab es Probleme. Seht zu, dass ihr hinter die Verteidigungslinien kommt. So, jetzt haben wir hier ein paar Informationen über die BMTs. Das kann ich eigentlich... Nee, das kann ich nicht vorlesen. Ich weiß ja schon, was es ist. Wie gesagt, wer es wissen will, pausieren und durchlesen. So. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wir kommen.
Initialisiere Video. Haltet durch. Diese BMTs sind Transporter. Sie können also Einheiten im Innern transportieren. Sie laden und entladen die Truppen ähnlich wie bei einem Gebäude. Zum Einsteigen geben Sie einen Bewegungsbefehl an die Truppen. Zum Aussteigen klicken Sie auf den Absetzen-Button und danach auf das Ziel, wo Sie die Einheiten absetzen. Wie aus verschanzten Gebäuden schießen die meisten Truppen auch aus Transportern. Alter Schwede, Nod hat hier gerade das Pentagon bombardiert. Sieht nicht allzu lustig aus. Die Gewehre sind nutzlos gegen das Gebäude, Sir. Konzentriert ihr euch auf die Infanterie. Wir kümmern uns um die Garnison. Grenadier-Drop. Initialisiere Video-Uplink. GDI-Grenadiere eignen sich hervorragend, um Gebäude einzunehmen. Befehlen Sie Ihren Grenadieren, ein feindliches Gebäude anzugreifen, um es vom Feind zu säubern. Feindliche Einheiten in Sicht. Oha. Jetzt kommt die nächste Angriffswelle. So, sind die Typen da in diesem BMT drin, sind sie natürlich geschützt. Und wir haben hier Grenadier, mal die Infos über Grenadiere, die sich hauptsächlich für die Räumung von Strukturen und Gebäuden eignen. Und wie gesagt, wer sich dafür interessiert, einfach mal durchlesen. Und wir spielen ja danach weiter. Wir kommen. Die Bruderschaft von Nord hat auf dem Hügel einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Verhindern Sie, dass sich Nord zu einem neuen Angriff sammelt, indem Sie diesen vorgeschobenen Stützpunkt zerstören. Alles klar.